Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Im Februar hat der Landtag Brandenburg das Volksbegehren für ein erweitertes Nachtflugverbot angenommen. Bei den über 100.000 Unterzeichnern des Volksbegehrens wurden damit große Erwartungen geweckt. Die Haupterwartung lautet dabei, und das wurde auch in der Anhörung im Verkehrsausschuss deutlich, dass sich die Landesregierung mit voller Kraft für ein Nachtflugverbot von 22 bis 6 Uhr einsetzen wird. Schon damals wurde von vielen Beobachtern die Ernsthaftigkeit des Ministerpräsidenten dieser Frage angezweifelt. Zu jäh war die Wendung, zu naheliegend das Verfolgen eines eiskalten politischen Kalküls. Immerhin wurde damit ein möglicher Volksentscheid im Land Brandenburg, der erste seiner Art, abgewendet. Es bestand durchaus Unsicherheit, wie ein solcher Volksentscheid ausgehen würde. Wenn wir uns nun 4 Monate später anschauen, was sich seit der Annahme des Volksbegehrens getan hat, muss man nüchtern feststellen, nichts. Das Gleiche übrigens, was Herr Medern heute in Berlin erklärt hat, im letzten Jahr, was am Flughafen passiert ist, nichts, auch wenn er es nicht versteht. Die Berichte des Flughafenstaatssekretärs im Sonderausschuss Flughafen sind ein Offenbarungseid des Nichtstuns. Der Tenor lautet, wir verhandeln, aber Berlin und der Bund wollen ja leider nicht. Aber, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, wer von uns, der ernsthaft Politik betreibt, glaubt denn wirklich, dass das Land Berlin die Interessen Brandenburgs wahrnimmt? Wer erwartet denn wirklich, dass der Bund die Interessen einzelner Länder wahrnimmt? Der Bund hat nach dem Grundgesetz klare Aufgaben, wo er zuständig ist und wo nicht, wo er mitwirkt und wo andere die Entscheidungskompetenz haben. Von daher, meine Damen und Herren, wenn wir hier aus Brandenburg nicht ernsthaft unseren Willen bekunden, nicht nur deklamatorisch mit Signalen, wie das hier so schön an anderer Stelle in anderen Themenbereichen heute schon gesagt wurde, wenn wir den Ministerpräsidenten so losschicken, dass er dann interpretieren kann, was er denn von dieser Entscheidung des Landtages, das Volksbegehren hier anzunehmen, nach Berlin und Brandenburg, nach Berlin und dem Bund übermitteln will, dann ist das schon von Beginn an zum Scheitern verurteilt, denn die Interessen der Brandenburger haben wir wahrzunehmen, der Landtag Brandenburg und der Ministerpräsident. Und ich sage es ganz deutlich, mir ist keine einzige Äußerung des Herrn Ministerpräsidenten bekannt, in der er öffentlich oder im Aufsichtsrat gesagt hätte, ich möchte eine nachtflugfreie Zeit von 22 bis 6 Uhr, so wie es der Landtag beschlossen hat und wie es die Bürger im Volksbegehren dokumentiert haben. Eine solche Äußerung gibt es nicht. Und von daher, meine Damen und Herren, ich habe vor einem Jahr in diesem Landtag gesagt, gutes Zureden hilft da nicht. Ich war da ein bisschen drastisch gewesen, als ich sagte, da müssen Sie mit der Waffe hingehen. Das war natürlich so nicht gemeint. Aber ich wollte damit deutlich unterstreichen, Zureden hilft nicht, die Berliner nehmen ihre Interessen wahr und wir haben unsere wahrzunehmen. Das ist doch völlig egal, ob der eine SPD ist oder CDU und der langjährige Wirtschaftssenator in Berlin von der Linkspartei, der hat sich da auch nicht für die Brandenburger Interessen eingesetzt. Von daher sage ich Ihnen, und das ist dringend notwendig, hat der Ministerpräsident klar, das weiterzutragen, was wir hier im Landtag beschlossen haben. Und das ist noch nicht geliefert. Meine Damen und Herren, ich habe gesagt, ein Offenbarungseid und ein Dokument des Nichtstuns. Und für diese Erkenntnis brauchen wir auch keine 4 Monate. Diese Konstellation war absehbar. An dieser Konstellation wird sich auch in den nächsten 6 Monaten nichts ändern. Und man kann gar nicht anders, als Ihnen an dieser Stelle vorzuwerfen, dass Sie genau diese Konstellation ins Kalkül gezogen haben, um sich aus der Verantwortung zu stehlen oder aber dem Ministerpräsidenten einen maximalen Spielraum zu lassen und am Ende dann zu sagen, ja, die anderen waren leider schuld. Aber zum Glück gibt es im Land Brandenburg ja auch aufmerksame Bürger und auch eine Opposition, die auch darauf achten, dass die Mängel, die Sie hier zu verantworten haben, deutlich benannt werden. Wir wissen, dass wir in unserem Antrag, der eine Ausweitung des Nachtflugverbots auf 23 bis 6 Uhr zum Ziel hat, nicht alle Forderungen der Unterzeichner des Volksbegehrens erfüllt. Aber wir haben uns in den vergangenen Monaten intensiv mit dieser komplexen Frage, auch mit den wirtschaftlichen Fragen des Flughafens befasst. Und der Tenor nahezu aller Experten lautet, dass insbesondere die Zeit von 22 bis 23 Uhr für einen wirtschaftlichen Flughafen, das Funktionieren eines Flughafens, wichtig ist. Und ich möchte es hier ganz klar sagen, wir wollen einen wirtschaftlichen, wir wollen einen akzeptierten Flughafen und darum sind auch Kompromisse
sinnvoll und notwendig. Wir denken daher, dass wir mit unserem Antrag einen für alle Seiten schmerzhaften, aber im Endeffekt doch tragbaren Kompromiss gefunden haben. Aber unabhängig davon, ob man nun ein Nachtflugverbot von 22 bis 6 Uhr oder von 23 bis 6 Uhr anstrebt, stellt sich die Frage, wie man eine derartige Ausweitung ermöglichen kann. Den Weg, den Sie derzeit verfolgen, ist der Verhandlungsweg mit den drei Gesellschaften, obwohl ein Antrag im Aufsichtsrat derzeit noch nicht vorliegt. Aber ich hoffe mal, er kommt noch. Dieser Weg ist allerdings, wie ich schon gesagt habe, zum Scheitern verurteilt. Herr Woreit hat sich dazu ganz eindeutig geäußert. Und auch der Geschäftsführer der Flughafengesellschaft des BR, Herr Mertl, hat sich dazu klar geäußert. Von daher ist die Gefechtslage völlig klar. Wir sagen daher, die Landesregierung und das planerlassene zuständige Verkehrsministerium sollten ihren rechtlichen Spielraum nutzen und das Nachtflugverbot auf rechtssicherer Grundlage eigenständig ändern. Wir hatten ja dazu eine Anhörung. Zwei Gutachter haben diese Verfahrensweise bestätigt. Im Übrigen, Herr Medon ist auch der Meinung, dass man den Planfeststellungsbeschluss ändern kann. Er sagt wortwörtlich, man kann jeden Planfeststellungsbeschluss ändern. Er meint es allerdings anders. Er meint sozusagen, weil die Lärmschutzregelungen darin verändert werden müssten. Wir meinen hier etwas anderes, nämlich dass die anderen Gesellschaften im Zweifelsfall auch gezwungen werden können, durch einen Planergänzungsbeschluss Rechtssicherheit für die Bürgerinnen und Bürger beim Lärmschutz zu bringen. Und hier muss auch noch einmal verdeutlicht werden, welche Rolle die Fraktion von SPD und Linke bisher bei der Lösung dieser schwierigen Frage gespielt haben. Anstatt mit uns zu sehen, welche rechtlichen Möglichkeiten es gibt, haben sie einen Gutachter bestellt, der in merkwürdiger Art und Weise versuchte, das Gegenteil zu beweisen, dass es nicht möglich ist, allerdings ohne dafür belegbare rechtliche Grundlagen zitieren zu können. Allein der Hinweis darauf, der Bundesverkehrsminister könnte ja einschreiten, könnte ist nicht hätte. Und von daher, wenn man einen Antrag nicht stellt, kann der Antrag nicht beschieden werden. Und das ist dann schon eine überlegenswerte Sache für den Bund. Wenn ein Bundesland sich klar positioniert in einer Frage, wo der Bund ein Mitspracherecht hat, dann zu sagen, das untersagen wir dem Land Brandenburg. Aber einen solchen Antrag zu stellen, einen Planergänzungsbeschluss zu stellen in eigener Verantwortung, ist Ihre Bereitschaft nicht. So weit geht Ihr Engagement nicht, Brandenburger Interessen zuallererst zu betrachten und dann alles andere. Meine Damen und Herren, unser Antrag ist nicht, wie Sie meinen, Schnee von gestern. Denn auch in 6 Monaten, so viel Zeit geben Sie dem Ministerpräsidenten mit Ihrem Placebo-Antrag, wird sich die Verhandlungsposition Brandenburgs gegenüber den anderen Gesellschaftern nicht geändert haben. Wenn Sie also das Nachtflugverbot wirklich ausweiten wollen, müssen Sie, wie ich es eben gesagt habe, tätig werden. Lassen Sie mich jetzt zum Antrag der Grünen kommen. Meine Damen und Herren, den Antrag der Grünen, der hat ja schlicht und ergreifend nichts anderes zum Inhalt, das was eigentlich selbstverständlich sein sollte, nämlich dass die Urteile, das zweifache Urteil des Oberverwaltungsgerichtes auch zur Handlungsgrundlage für diese Regierung wird. Es bedurfte dieses Antrages nicht, wenn die Grünen und wir auch das Vertrauen in die Landesregierung hätten, auch so zu handeln. Wir wissen eben aus unserer Erfahrung, der Kollege Genelke mit mir im Verkehrsausschuss, der sich heute früh in Herzberg Säcke befüllt gegen die Flut, nicht erst, ich wollte nur, weil es aber nicht da ist. Und hören Sie bitte zu, wir haben anderthalb Jahre dem Minister Vogelsanger gesagt, Herr Minister, Sie sind zuständig für die Überwachung des Lärmschutzes am Flughafen BER. Minister Vogelsanger hat immer erklärt, nein, dafür bin ich nicht zuständig, das ist die Flughafengesellschaft. Das Ergebnis kennen Sie. Hier ist Verantwortung nicht wahrgenommen worden, obwohl wir immer darauf hingewiesen haben. Meine Damen und Herren, wie gesagt, von daher werbe ich noch einmal für unseren Antrag. Der Infrastrukturausschuss hat mit Mehrheit der anderen Fraktionen unseren Antrag abgelehnt. Sie können heute, meine Damen und Herren, von SPD und Linken insbesondere, Ihre Ernsthaftigkeit beim Bemühen um mehr Lärmschutz für die Bürger dokumentieren. Wir stehen als CDU für einen Dreiklang am Flughafen aus Wirtschaftlichkeit, Sicherheit und Akzeptanz. Die Wirtschaftlichkeit, das wissen Sie, steht in den Sternen. Die Sicherheit ist nicht gewährleistet, deshalb kann der Flughafen nicht eröffnet werden. Und die Akzeptanz ist schlicht und ergreifend nicht gegeben. Geben Sie sich einen Ruck und versuchen Sie, Brandenburger Interessen wirklich ernsthaft wahrzunehmen, das zu dokumentieren. Nicht mit lauen Sprüchen, nicht mit Unterstellungen, sondern indem Sie unserem Antrag zustimmen und im Weiteren auch den Antrag der Grünen. Dankeschön.